Der Schnitzschule in Elbingen-Alb wird heute vom Trägerverein die Generalversammlung abgehalten. Zugleich werden auch im Rahmen einer Würdigung zwei langjährige Funktionäre feierlich verabschiedet. Und alle Details dazu, die zeigen wir euch jetzt. Und habe die ehrenvolle Aufgabe, hier jetzt eine Ehrung, Würdigung und Verabschiedung hier durchzuführen für zwei Persönlichkeiten, die für viele Jahre, ja über Jahrzehnte hinaus hier an dieser Schule sehr, sehr wichtig und prägend und tragend für diese Schule war. Das wäre mal der ehemalige Obmann hier des Schulvereins Schnittschule, Ingenieur Heiner Ginter, den wir hier begrüßen können. Und den seit vielen Jahrzehnten als Lehrer, Werkstättenleiter und dann auch als Schulleiter tätigen Ernst Hornstein, der jetzt auch mit 1.9. seine Agenten ruhend gestellt hat. Okay, so ruhend vielleicht nicht, aber jedenfalls auf mich übergeben. Herr Direktor, Sie sind zwar schon eine Zeit lang jetzt im Amt und Würden. Wie haben Sie sich inzwischen eingelebt? Ja, hallo, grüß Gott, Bernhard Stolz, mein Name. Ich habe mir mein Amt schon eingelebt. Die Würde wird hoffentlich nicht kommen. Es war ein sehr, sehr steiler Anstieg, denn es war erstens ein neues Schuljahr, zweitens mein neuer Einstieg und es war ein sehr, sehr großer Aufgabenbereich, der mir am Anfang ein bisschen etwas überrascht hat. Inzwischen ich jetzt aber ein Licht am Ende des Tunnels sehe und eigentlich voll guter Dinge bin, dass ich dieses erste Jahr von mir gut über die Bühne bringen werde. Was hat Sie eigentlich bewogen oder was war ausschlaggebend für Sie, dass Sie gesagt haben, okay, ich möchte diesen Job, diese Dienststelle übernehmen? Mein gesamtes berufliches Leben habe ich nach Weiterentwicklung getrachtet. Ich war in meinem ersten Drittel meiner beruflichen Laufbahn 16 Jahre als Pflichtschullehrer an Hauptschulen tätig, habe dann mein Studium absolviert, war dann 14 Jahre in Reutte an der Hack und HLW tätig und war mit diesem Alter, wo ich jetzt bin, so Anfang 50, bereit für den nächsten Karriereschritt und da hat sich Gott sei Dank jetzt hier diese Schulleitungsstelle dargeboten, die ich dann mit Freude angenommen habe. Fast zwei Jahrzehnte als Obmann gewirkt da. Was waren denn so die Höhepunkte in Ihrer Laufzeit? Ja, die Höhepunkte waren an und für sich, dass die Schule dann wieder wirklich in ein gutes Licht gerückt wurde und die Schule wieder sehr gut funktioniert und floriert. Wir haben in der Vergangenheit doch einige verschiedene Situationen schon mitmachen müssen, was die Schnittschule Elbingen-Alb anbelangt. Ich habe da 2006 angefangen. Es war damals Schülerzahlen waren eher rückläufig und dann haben wir mit viel Engagement, mit viel Werbung, aber auch mit Ausbau der Hardware, wie es immer bezeichnet, mit Gebäude, mit Heim, das wir auch dabei haben, haben wir eigentlich die Schule wirklich sehr attraktiv gestalten können, dass wieder viele Schülerinnen und Schüler heute hier unterrichtet werden können. Was die Aktivität der Schule betrifft, ist ja weit über die Grenzen hinaus bekannt. Auch da haben Sie maßgeblich als Obmann mitgewirkt, dass dieser Ruf praktisch bis heute erhalten blieb ist. Ja, wir haben immer geschaut, dass wir diese Linie weitergehen. Die Schnittschule hat ja in der Vergangenheit auch immer sehr gut funktioniert und die Schnittschule ist einfach einzigartig in Mitteleuropa. So eine Schule, wie es hier in Elbingen-Alb ist, gibt es eigentlich nirgends. Darum kommen unsere Schülerinnen und Schüler auch aus dem Osttirol, aus dem bayerischen Raum, aus dem Allgäuer Raum, Vorarlberg und auch Einheimische sind hier, auch vom Unterinntal sind viele hier, weil es einfach so einzigartig ist und weil man nur hier eigentlich wirklich dieses Künstlerische lernen kann. Blicken Sie eigentlich jetzt denn auch ein bisschen mit Wehmut zurück? Ja, mit Wehmut. Ich meine, natürlich ist mir diese Schule ans Herz gewachsen und ich bin lang da
als Obmann habe ich lange hier arbeiten können. Natürlich ein bisschen Wehmut ist immer dabei, aber das, was mir einfach froh stimmt, ist, dass ich sehe, dass die Schule gut funktioniert, dass eine gute Verwaltung da ist, dass ein guter Direktor da ist, ein sehr guter neuer Obmann da ist, und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich weiterhin super für unser Lechtal und für unsere Auserfahren ist. Abschließend, was geben Sie Ihren Nachfolger mit? Meine Nachfolger gebe ich mit, dass man immer schauen muss, aber das wissen Sie, dass einmal die Schülerinnen und die Schüler im Mittelpunkt stehen. Gell? Das Wichtige ist, dass einfach alle rausgehen und sagen, ich habe eine gute Ausbildung genossen, ich habe hier was gelernt, ich habe auch etwas, was ich für meinen weiteren Weg brauchen kann. Wie gesagt, wir haben in der Malerei, in der Restauration und in der Bildhauerei doch irgendwie keine alltäglichen Berufe. Aber wer wirklich mit Herz da dabei ist, der hat was fürs Leben und kann es auch beruflich ausüben. Ja, der Heiner Ginter hat ja letztes Jahr die Obmannschaft übergeben, in einem sehr hervorragenden Zustand. Für das darf ich mich nochmal recht herzlich beim Heiner Ginter bedanken. Wir sind jetzt knapp ein Jahr dabei, die Schule weiterzuentwickeln. Wir haben sehr konstante Schülerinnen und Schülerzahlen, beziehungsweise wachsen wir auch. Der Direktor der Schnittschule Elbingen-Alb bemüht sich sehr, den Standort gemeinsam mit uns auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Und wir blicken in eine sehr positive Zukunft. Der Trägerverein selbst, wie ist der aufgestellt? Der Trägerverein ist grundsätzlich auf soliden Beinen. Wir sind finanziell gut ausgestattet. Das heißt, wir können auch gut in die Zukunft blicken. Die große Geschichte wird sein, dass wir kommendes Jahr definitiv uns überlegen müssen, ob wir baulich investieren wollen. Dazu laufen im Augenblick die Gespräche. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da den nächsten Schritt für die Schnittschule Elbingen-Alb setzen können. Der Alexander Heiß, wer ist der eigentlich, woher kommt er? Der Alexander Heiß kommt aus dem Amt der Landesregierung. Ich bin Vorstand der Abteilung Elementarbildung und Allgemeines Bildungswesen. Und zwar seit dem 1. November 2022. Bin eigentlich schon sehr lange im Bildungsbereich, habe in der Abteilung Bildung 1993 gestartet und bin schon sehr lange im Bildungsbereich und sehr gerne im Bildungsbereich. Und es freut mich natürlich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, die Schnittschule Elbingen-Alb weiterzuentwickeln. Was hat Sie ins Hausaufhören verschlagen, beziehungsweise ins Lechtal? In erster Linie die Vorstandsführung, aber ich habe ja früher Fußball gespielt in Roppen, gerade über Santenjoch. Das war das erste Mal, dass ich in Elbingen-Alb gewesen bin, und ich fahre immer wieder sehr gerne her ins Lechtal. Wunderschön in Lechtal zu sein. Ernst Hornstein, langjähriger Direktor, Lehrer, Werkstättenleiter, Manager, also mir fehlen die Worte, was Sie alles waren. Wenn Sie jetzt die langjährige Zeit zurückblicken, was waren die Höhepunkte hier in Ihrer Laufbahn? Das ist natürlich eine ganz schwere Frage, was du mir stellst, weil mein Höhepunkt war jeder Tag da in der Schule. Weil ein Credo von mir war, mein Leben lang immer mit jungen Menschen zu arbeiten, und wie ich damals 1990 die Gelegenheit gekriegt habe, da als Lehrer tätig, als praktischer Lehrer tätig zu sein und dann ab 1991 einen neuen Ausbildungszweig aufzubauen, dann habe ich mir damals eigentlich überhaupt nichts überlegt dabei, weil ich zugesagt habe. Gell? Ich habe selber meine Betriebe, Maulerbetriebe in Reute und so weiter, dann habe ich gesagt, ja gut, ich probiere es halt einmal, und ich bin halt auch eingewachsen in der Begeisterung, die ich halt für unseren Beruf habe, um den Beruf eben den jungen Menschen beizubringen. Und ich habe damals auch die Chance gesehen, für die Schnittschule, wie sie damals geheißen hat, auch weiter bestehen zu garantieren. Man hat schon in den Mitte der 90er Jahre gespürt, dass einfach die Bildhauerei absteigen ansteht. Die Schülerzahlen waren nicht mehr so hoch als früher, und mit dem zweiten Ausbildungszweig, der Vergoldeten Schriftdesigner, haben wir eine Schiene aufgemacht, die speziell weiblich geprägt ist. Das heißt, für junge Mädchen eine Chance aufgetan, in einen Handwerksberuf hineinzuwachsen, über die schulische Bildung. Und das hat sich wahnsinnig bewährt. Heute ist ja die Schule zu zweit
Drittel aus dem Vergolderbereich bestückt und nur ein Drittel sind Bildhauer. Und das hat eben der Schule das Überleben gewährleistet. Und das war damals wirklich dem Vereinsvorstand, damals noch im Saurer, Herbert zu verdanken, der damals die Idee gehabt hat. Er hat mich aber nicht angesprochen drauf, sondern es war ein Zufall durch andere Situation, dass ich da dazugekommen bin. Und ich habe mir nach meinen Lehrern gesucht und wir haben das miteinander aufgebaut. Und wie man sieht, recht erfolgreich. Vielleicht noch zusammenfassend, was möchten Sie jetzt Ihren Nachfolger für die Zukunft mitgeben? Ja, Engagement. Engagement für junge Menschen, zugehen auf die jungen Menschen, weil die jungen Menschen, die halten uns sehr jung. Die Schule war natürlich eine Herausforderung, speziell dann die letzten 10 Jahre, wo ich als Direktor nebenberuflich tätig war. Ich habe ja noch meine anderen Betriebe trotzdem noch weitergeführt. Und da ist halt jeder Tag eine Herausforderung. Wenn du herauffährst nach Elbingen-Alpfer heute, dann weißt du nie, was dich erwartet. Entweder mit den Mitarbeitern, entweder mit den Schülern, mit dem Personal, mit den Lehrern. Hast du mir immer darauf reagieren. Ich habe das natürlich gar nicht gemacht. Und das ist etwas, was der Bernhard jetzt schon gemerkt hat. Und das hat er heute auch in seiner Ansprache gesagt. Er hat sich das nicht gedacht, dass das so herausfordernd wird, dass du ständig am Ball bleiben musst, dass du die Gesetze lernen musst. Ich meine, er ist ein gelernter Pädagoge, hat es leichter gehabt als ich. Damals bin ich ein Quereinsteiger gewesen. Ja, bei mir ist auch diese ganzen Kurse als Direktor nachholen. Das hat mir viel Zeit gekostet, aber es hat mich trotzdem immer wieder gefreut, in die Schule zu gehen und die Herausforderung anzunehmen. Und das schönste Erlebnis für mich war wirklich bei meiner Verabschiedung, wie nachher ehemalige Schüler gekommen sind, die heute ganz erfolgreich tätig sind in ganz Österreich, in Deutschland, draußen, die aber als Schüler gar nicht so einfach zu handhaben waren. Gell? Und das auch, was das Besondere unserer Schule ausmacht, das sind jetzt nicht unbedingt solche, die eine gerade Linie in ihrem Leben hinter sich oder vor sich gesehen haben, sondern die man schon leiten hat müssen in eine bestimmte Richtung. Und wie die noch zurückgekommen sind und sich bedankt haben bei mir und bei meinem Lehrerpersonal dafür, dass wir sie so weit gebracht haben, dass sie noch erfolgreich am Markt tätig sein können und heute eine Familie haben und nebenher einen Beruf ausüben. Das hat mich wahnsinnig gefreut und das kann man so als Credo meiner Ära in dieser Schule auch sehen, für junge Menschen die Chance in den Einstieg in den Berufsleben zu ermöglichen. Wenn wir jetzt ein bisschen zu der Schnittschule für Kunsthandwerk und Design ein bisschen näher eingehen, wie ist die Schule derzeit aufgestellt? Wir entwickeln uns sehr gut. Gott sei Dank sind jetzt durch Corona, die jetzt offensichtlich all diese Einschränkungen jetzt vorbei sind, ist es uns viel leichter möglich, jetzt auf Berufsinfoabenden, auf Messen mit zukünftigen Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten, sodass wir, nachdem die erste Runde der Aufnahmeprüfungen vor 2 Wochen jetzt schon über die Bühne gegangen ist, wir guter Dinge sind, dass wir eine Steigerung der Schüler- und Schülerinnenzahlen im nächsten Jahr zu verzeichnen haben, wodurch wir einen konstanten Aufwärtstrend seit den letzten 10 Jahren an dieser Schule in Bezug auf Schüler- und Schülerinnenstand haben. Also wir schauen, dass wir die Schülerinnen und Schülerzahlen weiterentwickeln, dass wir den Standort nachhaltig absichern können. Und wie schon vorhin erwähnt, wir werden 2024 uns überlegen, inwieweit wir bauliche Maßnahmen setzen können, um auch die Schule entsprechend weiterentwickeln zu können. Gibt es etwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt? Also ich bin sehr glücklich, dass das Außerfern so eine Bildungseinrichtung hat. Die tragt unwahrscheinlich viel dazu bei, nicht nur jetzt hier im Lechtal und im Außerfern, sondern ist ein Meilenstein für die Tiroler Bildungslandschaft und auf das kann man ganz stolz sein. Ich kann mir ja vorstellen, auch Sie haben sich gewisse Schwerpunkte für die Zukunft gesetzt. Gibt es da schon was Näheres? Da gibt es sehr viel. Dieser Schwerpunkt wurde nicht von mir den Lehrern aufoktroyiert, sondern ist in einer pädagogischen Konferenz mit dem Lehrpersonal entstanden. Sie wünschen sich eine intensive, stärkere Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen der allgemeinbildenden Fächer, die wir als Fachschule natürlich auch haben, aber auch den Lehrern und Lehrerinnen in den Ausbildungszweigen, eben Bildhauerei, Maler, Vergolder, Schriftdesign. Also der große Wunsch ist herangetreten und an mir liegt jetzt die Umsetzung, die Zusammenarbeit im Lehrpersonal zu intensivieren.
Ihr Vorgänger, der Ernst Hornstein, war ja, man hat es ja heute auch gehört, nicht nur Lehrer, Werkstättenleiter, auch langjähriger Rektor dieser Schule. Haben Sie da etwas übernommen von Ihrem Vorgänger? Ich konnte Gott sei Dank sehr viel übernehmen, denn ohne seine Wochen der Einschulung in den Sommerferien und dann in den ersten Wochen des neuen Schuljahres wäre es eine sehr, sehr große Hürde für mich gewesen. Ich verdanke ihm sehr viel, dass mein Einstieg ein recht sanfter war. Was ich von ihm übernommen habe, ist ich versuche dem gerecht zu werden, die Managementfähigkeiten, die hier an dieser Schule notwendig sind. Ich bin nicht nur der Direktor für 18 Lehrerinnen und Lehrer, für 70 Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Leiter für 10 Personen hier im Schulverein, die als Küchenfachkräfte im Reinigungspersonal, im Sekretariat oder als Hausmeister hier tätig sind. Also auch in diesem Bereich muss ich Managementkompetenzen mir erarbeiten und ich hoffe, dass ich das jedes Jahr etwas besser zustande bringe. Vielleicht ganz kurz noch zu den Schülerzahlen. Wie sehen Sie die künftige Entwicklung in dieser Causa? Die Schülerzahlentwicklung sehe ich sehr positiv. Ich habe schon erwähnt, dass wir im Steigen begriffen sind. Die Einschränkungen, die wir haben, ist einfach aufgrund der Anzahl der Schüler, Schülerinnen, die wir hier im Heim unterbringen können. Wir sind eine überregionale Schule, die natürlich den größten prozentuellen Anteil von Schülern und Schülerinnen aus dem Bezirk haben. Aber wir haben Schülerinnen aus allen Bezirken Tirols. Wir haben Schüler aus Vorarlberg, aus dem grenznahen Allgäu, aus Kärnten. Und dadurch ist einfach notwendig, dass wir die im Heim unterbringen. Und das sind auch die Einschränkungen in Bezug auf unsere Schülerzahlen. So viele Heimplätze, wie wir haben, so viele Schüler und Schülerinnen können wir aufnehmen. Heute hat es in einer Würdigung zwei Verabschiedungen gegeben für Ihre langjährige Funktion. Sie waren ja auch viele Jahre mit dabei im Vorstand. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Schnittschule in Elbingen-Alb gesammelt? Ja, ich bin also in den Vorstand aufgerückt, da war Heiner Ginter schon Obmann. Und ich sage, wir haben also eine gute Zeit mit zusammen gehabt. Zwischen uns hat kein Plattel hineingepasst. Wir haben versucht, also der Schule alles zu geben, was sie braucht. Wir haben die Infrastruktur neu aufgestellt. Es waren damals rückläufige Schülerzahlen und dagegen mussten wir ankämpfen. Und es ist gelungen mit dem neuen Direktor Ernst Hornstein, der auch ein neues Konzept hinsichtlich der Bildung gebracht hat, muss ich sagen, ist die Schule ganz toll, hat sich weiterentwickelt und wir haben, glaube ich, jeden Stolz zu sagen, dass wir sehr mündige und sehr wendige Schülerinnen und Schüler hier ausbilden. Zusammenfassend, es gibt ja jetzt einen neuen Obmann vom Trägerverein und einen neuen Direktor. Welche Tipp oder Rat möchten Sie diese neuen Funktionäre mitgeben? Ja, ich kenne sowohl den neuen Obmann persönlich sehr gut, aber auch den neuen Direktor. Ich kann nur sagen, Flexibilität ist gefragt. Wir müssen auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen. Wir sind an einem extrem gelegenen Standort im mittleren Lechtal. Da haben die Schülerinnen und Schüler sicherlich auch Probleme, sich zu beschäftigen. Aber gerade so eine Schule wie diese, wo sehr viel im Künstlerischen ist, da wird also einiges möglich sein und da sind die Hebel anzusetzen.